Und ein Kampf um den WXW Unified World Wrestling Championship. Sofort gestartet von Matt von John Cleaver. 1, 2 und... Ah. Wir gleich zu Beginn des Unified World Wrestling Title Matches. Aber ist der falsche Ort, um sich Zeit zu lassen. Denn Suicide Dive Time ist... Der König ist niedergestreckt. Für das, was passiert ist in der Vergangenheit, wird er jetzt durch die Halle geprügelt. Nicht besonders königlich, wenn du mich fragst. Und wieder zurück in den Ring verlagert, denn dort kann der WXW Unified World Wrestling Championship den Titelträger wechseln. Und da wartet John Klinger und kommt angeflogen mit dem Flying Crossbody auf Jürgen Simmons, aber der befreit sich von der sicheren Klopfen Niederlage. Deadman's Hand, der packt ja gleich alle Register und zieht sie auch gleich noch. Und John Klinger, der will es wahr machen, zweifacher WXW Unified World Wrestling Champion werden. Das hier heute Abend an seinem Geburtstag in Hof. Das wäre eine unglaubliche Sensation. Und da kommt er angeflogen mit seinem Dropkick. Und jetzt schon der Ansatz zu den Wrecking Bonnies. Aber John Simmons hat aufgepasst und reißt das Knie nach oben. Wilder Schlagabtausch und jetzt hier der Crossface Sebastian. Mitten im Ring, keinen Kommen für Jörn Simmons, aber der Arm, jetzt hat er ihn. John Klinger hat den Arm Crossface. Oder auch nicht. Jörn Simmons wehrt sich mit aller Kraft, mit aller Massivität. Und schiebt John Klinger in die Ringecke und befreit sich von ihm. Schau dir das an. Wie er ihn da hochhält mit eingehaktem Bein. Hat sich jetzt hier die Beine gegriffen. Und er tritt in die Magengrube direkt hier. Und dann tritt er auch nochmal nach mit der Schuhspitze direkt immer schön rein. Aber jetzt wehrt sich hier der Bitburger. Und rollt ihn hier als Small Package. Small Package. Aber noch nicht zum Sieg. Aber die Clothesline, eine massive Clothesline von Jörn Simmons. Ist das schon der Ende der Titelambition? Ja, wir kennen John Klinger, der hat noch ein paar Kraftreserven intus. Trash-Talk hier gegen den Bitburger. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Absolut richtig. Whip in die Seile jetzt. John Klinger, der taucht ab und rettet den Shoulder-Block. Und Jörn Simmons, der prallt daran ab, aber einfach nur. Einmal durch und da kommt er mit dem Running Cross. Oh, Dayline! Für eins. Oh, Dropkick! Wenn der auf der Matte einschlägt, dann hat das auf seinen Körper auch einen ganz anderen Einschlag. Und das kann die Wende sein für John Klinger in diesem Match. Oh, mit welcher Aggressivität auch beide hier wirklich zu Werke gehen. Sie wollen das beide so schnell wie möglich beenden. Body Press hier in der Ringecke. John Klinger kommt an, wird aber durch Seil befördert. Aber da passt er nicht auf, denn da ist der Spear. Nein, abgefangen. Jörn Simmons mit dem DDT. Kopf voran in die Matte. Das kann man direkt hinterher. Aber der rechte Arm, er schießt in die Höhe und zur Freiheit. Schlagabtausch hier in der Ringmitte. Norbert schickt ihn durch die Seile. John Klinger außerhalb des Rings hält sich da fest. Und da kommt er mit dem Spear. Wird er auch das Ziel treffen? Ja! Volltreffer auf die Brust von Jörn Simmons. Die Luft ist raus, aber sie reicht noch, um sich aus diesem Cover zu befreien. Von John Klinger. Hier in der Bürgergesellschaft im Hof. Und jetzt hier Ansatz zum Shadow Driver. Aber die Ellenbogenstöße von Jörn Simmons. Und der sitzt jetzt hier wieder an zum Pile Driver. Jetzt ist König des Catchers ausgekontert. Vom Bitburg und John Klinger lässt sie den König über die Klinge springen.
Und hier einmal Anlauf. Oh, was für eine Close-Line. Und sofort ins Cover gelegt. Und wieder bleibt der König am Leben. Und jetzt die Wrecking Bunnies. Dann war's das. Aber schon wieder hat er aufgepasst. Massive Boot ausgewichen. Geht ins Leere. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist hier Jung am Boden. Bicycle Kick gegen den Referee. Was scheiß Sam. Wo sind die Sanitäter? Wo sind sie? Nicht zu glauben. Und jetzt aber... Oh, er trifft mit voller Wucht. John Klinger ist fertig. Und da ist ein zweiter Referee. Und er zählt das Cover für die Titelverteidigung. Diesmal nicht, Jörn Simmons. Nur für zwei nach dem Schlag mit dem Titelgürtel. Oder versucht es zumindest auf die Beine zu ziehen, will es hier mit dem Piledriver zu Ende bringen. Wuchtet ihn nach oben. Aber da hat er ihn! Der Crossface! Der Crossface! Und auch die Referees sind wieder zu sich gekommen! Jetzt der ganz Knabe! Tap! Der Tap! Der Tap! Er hat aufgegeben! Wrestling Championship, ich habe es gerade schon gesagt, eine Entscheidung, sie musste her und eigentlich lag sie auf der Hand. Die More Than Wrestling Tour war auf ihrem letzten Wochenende in Magdeburg, Hof und Erfurt gekennzeichnet von den Scharmützeln zwischen Jörn Simmons, dem Champion, und Bad Bones John Klinger. Immer wieder gab es unklare Matchausgänge, Sachen, die wir bei WXW überhaupt nicht sehen wollen, und dann in Erfurt sogar skandalös der Übergriff von Jörn Simmons auf den Ringsprecher im Match gegen Bad Bones John Klinger. Felix Kohlenberg, er hat die Entscheidung getroffen und sie ist auch absolut folgerichtig. Jörn Simmons verteidigt die Unified World Wrestling Championship bei Shortcut to the Top gegen Bad Bones John Klinger. No DQ, no Countout, there must be a winner.